During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was to be transported to the exiled lands. Chained and bound aboard a slave galley out of Argos, the prisoner was carried south under threatening skies. Until fate intervenes. Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf den Nerdgedanken. Wie ihr richtig sehen könnt, spielen wir Conan Exiles, dieses Mal aber den DLC Isle of Scyptar. Und dafür müssen wir uns jetzt erstmal einen neuen Charakter basteln. Oh Gott, ich hasse es. Schon wieder. Okay, was basteln wir denn dieses Mal? Ich habe jetzt in meinem regulären Let's Play eine Stygierin, jetzt mach ich mal irgendwas anderes. Hyrkania... Kitana, was haben wir denn hier noch Schönes? Kushit, Nordheimer, Pekte, Shemit, Afari, Vendiana, okay. Was haben wir denn sonst noch alles? Zamoriana, Zingerana, okay. Puh, gute Frage. Ich glaube, ich mache mal eine Nordheimerin. Hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Religion, was nehmen wir denn da mit? Mitra ist wieder so ein fieser. Jok. Oh nee, muss jetzt auch nicht sein. Ymir. Puh. Ach Gott, das ist echt ein bisschen doof alles. Ja, wir nehmen Krom. Nee, natürlich nicht. Puh. Ich fange jetzt einfach mal mit der Keto an. Mal schauen, was dann daraus wird. Cut me down. Please. Cut me down. Please. Cut me down. Please. Cut me down. Puh. Ah, ich glaube, ich nehme die Wilde. Ah, was ist los, Kätzchen? Na, willst du mitmachen? Ja, komm her. Hopp. Upsa. Hui. Ja, eins von meinen beiden kleinen Kätzchen kommt jetzt gerade hier vorbei und möchte gucken, was ich hier mache. Na, was ist los? Na, was möchtest du? Ja. Nein, du wirst jetzt nicht das Mikrofon fressen. Da wäre ich dir sehr verbunden. Oh Mann. Hm? Was ist los? Ja. Die sind noch sehr, sehr jung. Also gerade mal 4 Monate alt und natürlich noch super neugierig. Das heißt, die gucken überall mal zu und möchten auch wissen, was so los ist. So, mal schauen, was haben wir hier für ein Gesicht? Oh, das sind alles so Models irgendwie. Ja, setz dich einfach hier an die Seite. Alles super. Ha. Puh, ja. Hm, was nehme ich denn da? Nehmen wir mal das Modelgesicht mit den richtig großen Lippen. So, was haben wir denn hier mit den Haaren? Ah ja, hier haben die verschiedenen Frisuren. Mal gucken. Haben wir hier irgendwo so ein interessantes Modell? Ich glaube, das hatte ich bisher noch nie, oder? Ich weiß es gar nicht. Oh Mann. Ja, jetzt legt sich das kleine Kätzchen hier an meinen Oberkörper dran, schnurrt ein bisschen, Leben ist schön. Ach, das ist doch wunderbar. So, die langen Haare hatte ich schon. Die sind so ein bisschen lästig, weil die überall reinklippen. Noch mehr lange Haare. Sag mal, wie viele lange Haare haben wir denn hier eigentlich? Gar keine Haare. Das ist dann doch ein bisschen sehr extrem. Nur ein Pferdeschwanz? Naja, ich weiß ja nicht. Hm. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen die Vikings-Gedenkfrisur. Die hier. Und eine echte Nordheimerin muss natürlich eine blonde Mähne haben. Na klar. Auch wenn es jetzt echt übertrieben blond ist irgendwie. So, was haben wir hier? Das ist doch cool. So, was kriegen wir denn hier als... nehmen wir das.
Das ist schon so ein bisschen, wir haben hier eine aus Vikings geklaut. Augenschatten. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Wobei ich ja eigentlich so ein bisschen diese, ja, Smoky Eyes Variante mag. Die ist ganz cool. So, mal gucken. Was gibt's hier Schönes? Hier gibt's vor allem Lippenfarben. Schrägstrich angemalte Lippen. Das sieht ja bescheuert aus, meine Güte. Wer malt sich denn sowas? Das ist so die Variante für, ja, ich hatte jetzt keinen Bock, meine Lippen auszumalen. Oh mein. Okay, das, ach, das ist doch okay. So, nehmen wir schwarz. Das ist dann die Goth Bright. Ja, ich weiß ja nicht. Das ist alles so ein bisschen lila. Wobei, das könnte natürlich sehr witzig sein hier so. Genau. Ich hatte keinen Bock auf Schminke, also habe ich mir kurz ein bisschen um die Augen geschmiert und einmal einen Strich nach unten. So, passt. Okay, das Gesicht ist eigentlich ganz gut. Kann man so lassen, wie es ist. Stört mich jetzt auch nichts Wesentliches. Ich bin langweilig. Ich nehme hier so einen Default-Charakter. Wahrscheinlich die Augen können wir noch ein bisschen schräger stellen. Geht das? Ah ja, so. Guck mal hier. Ein bisschen katzenartiger. Da freut sich das Kätzchen. Die liegt jetzt übrigens hier halb auf meinem Arm. Also ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wie ich meinen Charakter steuern soll. Oh Mann. Kätzchen, du bist echt nicht praktisch. Weißt du das? Kannst du dir nicht irgendwie einen anderen Platz suchen? Das wäre cool. Grüne Augen. Hm. So hell? Das Grüne ist auch irgendwie cool. Oder wir machen Flieder. Flieder ist auch geil. So, Körpermerkmale. So mittelgroß ist auch okay. Keine Nacktheit, denn wir spielen ja hier für YouTube. Das heißt, keine Brüste bitte und die Nippel immer schön zensiert. So, Brustgröße. Wir machen natürlich mal wieder ein bisschen die Fanboy-Edition hier. Kätzchen, ich versuche den Regler zu verschieben. Wenn du dich da auf meine Hand drauflegst, hilft das nicht. So, Startposition. Okay. Oh, ich kann mir aussuchen, wo ich ankommen möchte. Der Strand unweit der Ruine einer alten acheronischen Stadt scheint ein gefährlicher Ort zu sein. Okay. Dieser verlassene, mit Wrackteilen übersäte Strand scheint ein ruhiger Ausgangspunkt zu sein. Als du an der Ostküste der Insel unweit der alten stygischen Kolonie von Neu-Luxur angespült wirst, spürst du sofort eine drohende Gefahr. Alter? Okay, was haben wir hier? Die hohen Bäume in diesem ruhigen Küstenbereich bieten dir unweit des Strandes eine gute Deckung. Ha. Tja, gute Frage, ne? Also irgendwie muss ich ja mal sagen, ich fange es erstmal gemütlich an. Ich habe mir nämlich sehr bewusst wenig über diese Insel angeguckt. Also wenig Informationen geholt. Ich möchte es einfach mal from scratch anfangen. Deswegen ist das jetzt hier auch erstmal ein Singleplayer-Spiel. Auf unserem Server läuft nämlich momentan noch das normale Conan Exiles. Und wir haben da relativ viele Bauten. Deswegen müssen wir erstmal gucken, wie wir das regeln. So, Charakter wird fertiggestellt. Sklavenfracht für den Transport. Nerdgedanken. The Nordheimer. Oh Gott, wie schlecht. Urlaub im Land der Verbannten wegen folgender Verbrechen. Derbe Sprache, Ermordung eines Geldverleihers, Unzucht mit Leichen. Okay. Mein Charakter hat offensichtlich ein sehr interessantes Geschmäckle. Fracht ist bei guter Gesundheit und unversehrt abzuliefern, sonst opfert der Kapitän einen seiner Männer, damit er den Platz des Gefangenen einnimmt. Oh, das ist aber nicht sehr nett. Okay, warte mal, da werde ich aber mal den Namen ändern. Puh. Was nehmen wir denn da? Na, wie süß, mein Kätzchen. Ja, ich weiß, du möchtest gern gestreichelt werden und ich möchte gern Let's Play aufnehmen. Habe ich dich gestern nicht genug gestreichelt? Huh? Ah, was kennen wir denn da für Namen? Hm. Fürha. Die Nordheimerin. Kann ich das hier irgendwie... Nee, kann ich nicht. Mist. Okay, dann bin ich halt The Nordheimer. Bestätigen. Okay, let's start. Guckt auch schon so sehr begeistert. Gucken wir mal. Was ist das jetzt? Tada. Okay, jetzt stehe ich hier am Strand und habe noch überhaupt keinen Pfeil. Mal gucken, was ich kann. Ich kann ein Freudenhaus von der Ghetto basteln. Verschiedene Sachen. Oh, sogar einfache Verbände, die mit Aloe funktionieren, aber das war's dann auch. Okay. Abgedichteter... Okay, ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen Zeug beschaffen. Ich hoffe mal, ich muss dem Vogel jetzt nicht eine kloppen. Oh doch, ich muss dem Vogel eine kloppen.
Wow. Okay. Ich habe dem Vogel eine geballert. Und dafür bin ich jetzt gleich mal in... Wow. Oh, guck mal hier. Was ist das denn hier? Eine Leiche. Die hat auch gleich mal Steine dabei. Das ist doch mal nett. Oh, und hier gibt es auch gleich mal was zum Mitnehmen. E, um zu interagieren. Das ist doch nett. Und ich kann hier Muscheln kann ich auch mitnehmen. Und Zeug. Was liegt hier? Kann ich bei dir was mitnehmen? Oh ja, warte mal hier. Oh, da fehlt ja ein Bein. So, haben wir das? Puh. Okay, und hier sind Wrackteile. Das ist auch okay. Sehr schön. Was haben wir denn hier sonst noch? Ja, gut, halt Planken und so. Oh, hier ist eine Kiste. Wassergetränkte Truhe. Oh, hier ist gleich mal Zeug drin. Ist das geil. Ich nehme noch ein paar Planken mit. Irgendwas muss ich daraus ja machen können. Und ich glaube, die Muscheln kann ich essen, wenn ich Hunger habe. Also ich nehme einfach mal alles mit, was ich hier finde. Das ist so das Übliche. So. Das ist halt wirklich wie bei Conan Exiles, der Start. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich gleich mal einen Vogel mit meinen bloßen Fäusten erschlagen muss. So, was haben wir hier? Nochmal eine Kiste. Mit noch mehr Zeug. Geil. Was ist das hier? Ist ein Stein. Okay, gut, Steine können wir auch mitnehmen. Wow, hier sieht es ja noch ziemlich fertig aus. Gucken wir doch mal auf die Karte. So, das hier ist die Map der Insel. Die ist schon fertig aufgedeckt. Da müssen wir offensichtlich nichts weiter selbst entdecken. Und wir sind hier drüben. Hier ist offensichtlich diese Ruine der Stadt. Und hier oben sind diese acheronischen Ruinen, wo ich hätte anfangen können, die mir aber ein bisschen zu gefährlich waren. Okay. Dann gucken wir doch mal, was ich hier kaufen kann. Talente. Steinmetzlehrling könnte ich machen. Was ist denn Sammler? Ah, hier, Treibgutmauer. Das sind die neuen Teilsets. Cool. So, Überleben habe ich schon. Kiste. Ich könnte mal Kiste freischalten. Das wäre eigentlich eine geile Sache. Wissenspunkte habe ich investiert und ich glaube, ich muss jetzt hier auch nochmal einen Punkt reinsetzen. So, zwei Punkte habe ich vergeben. Attribute wären natürlich auch geil. Was nehme ich denn als erstes? Ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein bisschen meine Tragkraft erhöhen, denn die werde ich definitiv brauchen. Aber das sieht ja hier schon mal richtig geil aus. Hier waren die Acheronia offensichtlich auch schon. Diese Statuen sehen ja schon ziemlich danach aus. Und statt dass man die Fässer irgendwie benutzen kann, brennen die jetzt hier einfach. So ein Shit. Und ich kann hier nichts sammeln. Das ist ein bisschen doof. Oh, diese coolen, kaputten Schiffe sind ja auch irgendwie geil. Also ich weiß nicht, das gefällt mir ganz gut. Macht schon Laune. So, schauen wir doch mal, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Ein Stein. Aber leider keine Truhen mit Zeug drin. Oh, Aasfresserküste. Okay, ah. Okay, gut, dann werden wir mal... Oh, hier sind noch ein paar mehr Tote. Das ist gut, die nehmen wir gleich mal mit. Na, kann ich bei dir irgendwas sammeln? Oder bist du... Nee, du bist nicht nur Deko. Okay, gut. Hier ist nochmal Holz. Und hier ist noch einer. Warum habt ihr alle nur Steine dabei? Eine Waffe wäre jetzt auch geil, ehrlich gesagt. So, mal schauen. Das hier ist erstmal die Early Access Version, die frisch erschienen ist. Ich bin jetzt auch schon mal sehr gespannt darauf, was sich damit noch entwickelt. Also momentan haben wir hier noch nicht so viel zu tun. Aber das ist auch noch nicht so schlimm. Ach, guck mal, ich kann hier schon anfangen. Ich könnte schon Treibgutzeug bauen. Geil! Das ist ja cool. Kann ich hier gleich mal anfangen zu basteln. Aber ich brauche auf jeden Fall noch Klamotten. Ich bin momentan so ein bisschen unterkleidet sozusagen. Kann ich hier irgendwie eine Waffe basteln? Reparaturhammer? Nee. Steinpickel? Wie wär's mit einem Schwert oder so? Ach nee, das muss ich auch erst freischalten. Ah, shit. Warte mal, ich baue mir jetzt erstmal hier so ein Ding. Austernfleisch, das ist ein bisschen arg furzig. Das hier brauchen wir auch. Trinkschlauch nehmen wir auch gleich mal mit. Das kann jetzt schon mal nicht schaden. So, dann wäre natürlich eine Faserbettstatt als nächstes geil. Aber ich glaube, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Wasser mitnehmen. Und dann haue ich mal mit meiner Mega-Axt auf den nächsten Vogel drauf. Yes! Hohoho. Ich bin voll der Vogelkiller hier.
So, was haben wir hier noch? Wieder Steine. Leute, wie viele Steine habt denn ihr in euren Leichen drin? Das geht ja gar nicht. Wie wär's mit irgendwas Nützlichem? Wäre ich definitiv begeistert davon. Ich durchstöbere jetzt hier erstmal diese ganzen Schiffe. Was ist denn hier? Ach nee, das ist nur ein Boot. Ah, okay. Tja, also bisher sind wir hier noch ziemlich gestrandet, aber das macht nichts. Wir werden uns auch ganz mal... Oh, gucken wir mal, vielleicht gibt es ja hier mal was Sinniges. Leiche? Und auch die hat nur Stein mit dabei. Leute, habt ihr euch irgendwie mit Steinen beschwert, als ihr gemerkt habt, dass es hier Schiffbruch gibt? So, mal gucken. Also bitte nicht wundern, wenn es hier so ein bisschen diese Mikrolecks gibt. Ich spiele hier auf der lokalen Version. Ah, guck mal, Pflanzenfaser, sehr schön. Kann ich jetzt endlich mal anfangen, Klamotten zu basteln. So, einmal das und einmal das und einmal das. Für Schuhe reicht es jetzt nicht mehr, okay. Dann gucken wir doch mal, was es hier sonst noch gibt. Ankleiden, jawohl, ich habe eine Hose. Eine ganz furzige Hose, aber immerhin eine Hose. Das ist doch schon mal was, Mensch. Und hier gibt es unglaublich viel Treibgut. Also der Strand sieht schon ziemlich fertig aus. Und hier gibt es noch mehr Steine. Wie wäre es denn mit irgendwelchem coolen Zeug hier? Okay, Pflanzenfasern. Und noch mehr Tote. Hallo? So. Oh, hier drüben sind Büsche. Ich guck mal eben, was die hier so bieten. Das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn hier irgendwas drin wäre, was man nicht brauchen kann. Okay, Samen und Pflanzenfasern. Yay. Das ist eine etwas karge Unterhaltung hier. Oh, und hier drüben hat es gleich mal schon irgendeine Art Hund oder so oder ein Wolf. Ich habe noch nicht mal eine Knarre, also eine Waffe. Aber ich habe zumindest schon mal eine Handvoll Insekten, das ist doch auch was. Und ich bin eine Stufe aufgestiegen. Yay. Okay, mal gucken. Hier drüben ist auch noch ein Hund. Okay. Es wird Zeit für Waffen. Mal gucken, was wir so freischalten können. Aber ich hau mir jetzt erstmal ein paar leckere Insekten rein. Nicht, dass die mich sonderlich satt machen würden, aber hey. Aber der Ausblick ist schon geil. Da bin ich sehr gespannt darauf, was das gibt. So, gucken wir doch mal. Talente. Hier darf ich dasselbe lernen wie bei normalen Kronen. Okay. Was brauche ich denn hier? Steindolche. Dafür brauche ich Stufe 6. Okay. Es ist noch nicht so lustig hier. Ich könnte hier natürlich auch irgendwann mal Turanisch bauen. Ja, ganz, ganz später irgendwann. Was haben wir hier? Holzschild, Knochenschild. Ich nehme jetzt erstmal die hässlichen Teile hier. Was haben wir sonst noch? Wir bräuchten irgendwie Fleischerlehrling. Das ist gut. Das kann man gut brauchen. Oh, habe ich das schon? Habe ich das hier schon? Okay. Aber eine gescheite Fackel wäre nicht verkehrt für nachts. Und bessere Betten. Oh, was ist denn das hier? Konzentriertes Aloe-Extrakt. Oh. Reines Aloe-Extrakt. Also so richtig krasses Zeug. Okay. Oh, primitiver Koch. Das können wir auch brauchen. So, jetzt haben wir auch keine Punkte mehr über. Und es wird Nacht. Eiwei, da habe ich mir jetzt ja richtig den Spaß ausgesucht. Meine Güte. Gucken wir doch mal, was ich hier noch Schönes finde. Ich guck mal eben, ob ich schon irgendwie was Nettes bauen kann. Ein Feuerchen sollte ich doch mal basteln können. Dafür brauche ich mehr Zweige. Okay, kriegen wir hin. So, was haben wir hier noch? Sehr viel mehr Zweige. Das wird doch hier was. Also ich mache jetzt erstmal so eine ganz primitive Lagerstatt in der Hoffnung, dass mich jetzt hier nicht irgendwie die... Oh, guck mal, hier sind lauter Muscheln, die ich essen kann. Geil, kann ich mir gleich ein bisschen Muschelfutter basteln. Weil ich glaube mal, das muss man braten, sonst wird das nämlich nichts. So, dann mache ich mir jetzt erstmal hier so ein kleines Feuerchen. Eine hübsche kleine Feuerstelle. Idealerweise da, wo es jeder sieht, nämlich mitten am Strand. So. Gebäude ist hier nicht zulässig. Nervst du mich oder was? Was haben wir denn hier sonst noch? Warum darf ich denn hier keinen... Hä?
Warum darf ich hier am Strand nichts zum Kochen bauen? Was ist das denn für ein Shit? Leute, was habt denn ihr hier für ein komisches System? Gut, dann werde ich mir jetzt erst noch eine Waffe craften. Besser ein bisschen was Wehrhaftes zu haben. Okay, ich brauche für mein Steinschwert 5 Zwirn. Okay. Das kriegen wir auch noch hin. Noch eins. So, dann hätten wir jetzt gleich erstmal ein Steinschwert. Bin ich auch schon mal vorbereitet. Alua habe ich leider noch nicht gefunden. So, meine erste geeignete Waffe. Yay. Ich habe hier das mega krasse, fette Schwert. Oh Gott. Ich werde so sterben. Okay, dann muss ich mir wohl irgendwie eine Ecke beschaffen, wo ich mein Feuerchen aufstellen kann. Ich nehme hier noch ein bisschen Samen mit und ein bisschen Pflanzenfaser. Kann ja nie schaden. Ich frage mich, wo man hier bauen darf. Muss ich hier ins Grüne oder so? Oder muss ich mir erstmal ein Gebäude anschaffen? Also tatsächlich eine Unterlage oder so. Das ist natürlich eine Idee. Ich gehe mal hier zurück zu dem Feuerchen. Das sah schon ganz nett aus hier. Und wir nehmen noch ein paar Planken mit, weil ich glaube, wir werden hier relativ viel basteln. Oh, den habe ich schon geplündert. So. Aber das ist schön. Momentan liegt das Kätzchen jetzt hier ganz brav vor meinem Bauch. Vor der Tastatur. Also so zwischen Bauch und Tastatur. Hat sich ein bisschen eingerollt und schlummert. Das ist immer noch das Beste. Weil dann kommen wir uns auch nicht ins Gehege, wenn ich irgendwelche Dinge mache. Bei Crusader Kings möchten die Kätzchen immer gerne mitspielen. Ich weiß auch nicht, warum sie das so spannend finden, aber Dinge, die passieren. So, was haben wir denn hier? Wow. Fuck, 35? Wow, das ist hart. Und hier brauchen wir Sandsteinfundament. Aber ich möchte ehrlich gesagt mal gerne hier dieses neue Ding spielen, bauen, was auch immer. Brauche ich mir halt irgendwas ganz Kleines. Zartes. Ich brauche ja eigentlich nur ein Fundament, auf dem ich mein Lagerfeuer errichten kann, weil offensichtlich geht es ja nicht ohne. Oh, hier ist noch eine Kiste. Vielleicht ist da noch irgendwas Sinnvolles drin. Mal schauen. Noch mehr Steine. Ich glaube, dieses Spiel möchte, dass ich gerne... Das sind immer nur eine Holzplanke. Boah, ey. Bist du geizig, Spiel, ey. Mann. Und hier sind... Oh, hier sind diese ganzen fiesen Hunde oder was auch immer. Na, das ist ja mal flauschig. Ich suche mir jetzt einfach mal so ein Schiffchen und werde mich da dann einfach unterbringen. Mal gucken. Oh, hier ist Holz drin. Sehr schön. Kann ich gleich mal ein bisschen bauen. Und noch mehr Stein. Kriegen wir hin. Mal schauen, ob ich hier mein Fundament reinsetzen kann. Nee, darf ich auch nicht. Ungültige Gebäudeposition. Darf ich hier überhaupt nicht bauen, oder was? Muss ich jetzt aus dem Strand raus? Kann das sein? Ha. Das ist ja mal furzig. Im Ernst? Okay, ich würde doch gerne hier so am Strand bauen. Das wäre cool. Ich guck mal, ob ich jetzt hier drüben bei dem Grün bauen kann. Also vielleicht muss man ja tatsächlich statt des Sandes irgendwie Grün drunter haben. Muss ich sagen, das ist... oh ja, guck mal hier. Hier darf ich nicht, aber hier darf ich. Das ist schön. Ich darf voll im Gras bauen. Cool. Geil, okay. Bauen wir hier mal die Bude. So, Left Shift. Dürfen wir die Höhe auch anpassen? Ja, das ist cool. Damit wir hier nicht dauernd irgendwelches Gras in der Bude drin haben. So. Und hier werde ich dann einfach mal mein Feuerchen drauf basteln. Siehst du mal, ich darf hier mein Feuerchen basteln. Das ist doch schön. Okay, wunderbar. Da werden wir uns gleich mal ein bisschen Austern braten. Was nehme ich denn hier zum Befeuern? Das geht. Das ist doch cool. Oh, und wir haben leckere gekochte Austern. Ein Leckerschmecker. So gehört sich das. Ja, jetzt nicht... Warte, da brennt ja noch was. So, jetzt geht's aus. Jetzt haben wir 5 leckere gekochte Austern. Wir werden also hier nicht verhungern. Ja, ne? Also, ist okay.
Wieso kriege ich jetzt eine Lebens... Ach, shit, ich habe die... Ah, ich habe die Frische gegessen. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Wow, was bist denn du für ein fieses Viech? Oh, leck, sind die hart. Alter. Okay. Okay, gleich mal den ersten Hund hier gekillt. Und das alles, bevor ich irgendwas essen konnte. Am frühen Morgen, mit einer Lebensmittelvergiftung. So, jetzt habe ich auch eine sättigende Mahlzeit eingenommen. Und ich glaube, ich muss mir jetzt mal ein Messerchen craften, damit ich das Viech hier ab... Okay, ich brauche noch mal ein paar Zweige. Oh Mann. So, 3, 4, 5. So, ich möchte nämlich dieses Viech ganz gerne erstmal essen. Schrägstrich abernten. Mal schauen, was der Hund so bringt. Ein Stein ab heute, Messer. Gott, ich komme mir vor wie der totale Newbie. Voll der Anfänger. Gott, gucken wir mal, was der uns hier so... Wildfleisch, Wildfleisch und Tierhaut. Okay, das ist doch mal nice. Und wieder bin ich eine Stufe aufgestiegen. Ich glaube mal, das ist ein bisschen leicht. Ich hatte irgendwie die leichten Einstellungen benutzt, um hier bei einem Tod nicht sofort wieder alles zu verlieren, falls hier irgendwelcher Mist passiert. Aber ich muss das wohl ein bisschen regeln. Das wird ein bisschen zu schnell hier. Aber okay. Ihr Lieben, mit diesem traumhaften Ausblick auf den Strand verabschiede ich mich mal von euch. Danke, dass ihr reingeschaut habt in mein neues Let's Play. Natürlich geht auch das alte Let's Play weiter. Da hängt es allerdings auch ein bisschen daran, wie weit die Gruppe Zeit hat zu spielen. Deswegen werdet ihr mich hier solo begleiten, solange es eben hier erstmal noch nicht auf dem Server gelandet ist. Und die Gruppe mit Dungeon-Besuchen und so weiter seht ihr in der anderen Staffel. Macht es gut, ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss.